Hallihallöchen und willkommen zurück zu City Skylines 2. Wir machen noch weiter an unserer Innenstadt hier. Was mir nicht ganz so gefällt, ich weiß, das haben wir jetzt in der letzten Folge erst dahin gehauen, ist dieses Gebäude. Das hatten wir ja generell schon kleiner gemacht. Aber wenn ich mir die daneben angucke, denke ich mir, könnte man vielleicht nochmal dran rumbasteln. Wenn wir nämlich jetzt dahin gehen und sagen, okay, das kommt erstmal wieder ganz weg. Nein, ich habe doch das genau so gemacht. Das Spiel wollte nur nicht. Und wenn ich das jetzt ein bisschen gekonter frei Hand platziere, okay, dann kriegen wir nur so kleine Gebäude. Ist aber auch nicht schlimm. Ich glaube, da sind wir besser dran bedient. Hier könnte man dann noch einen Weg zwischen machen. Das Ganze würde ich hier dann auch machen. Die sind mir einfach, das ist mir alles zu groß. Ich will das nicht so groß haben. Du bist doch auch hier so groß, oder? Bist du auch so klein? Ja, dann seid halt so klein. Ist mir egal. Aber, ja. Muss ja nicht alles so Riesengebäude sein. So, da schön die Verbindung hin. Und dann kann man das hier nochmal weiter ausarbeiten mit meinen Bäumchens. Jetzt haben wir hier auch mehr Platz für Bäume. Und noch mehr Büsche. Gib mir Büsche. Ich mache das aber mal ein bisschen runter. Das war ein bisschen extrem eben. So, ein bisschen noch davon. Noch ein bisschen davon. Okay. Ich glaube, das wird besser, wenn die Gebäude nur so klein sind. Müssen wir dann vielleicht auch mal hier umsetzen. Ich meine, das ist ein wunderschönes Eckgebäude, definitiv. Aber vielleicht kriegt man hier dann 1, 2, 3 Gebäude hin. Das gehen wir jetzt mal direkt an. Tschüss. Du bist eh die ganze Zeit nur am Meckern, dass du nicht genug Kunden hast. Deswegen machen wir das Ganze jetzt einmal. So, was mich jetzt hier schon wieder nervt, ist das hier, aber das können wir ja mit einem kleinen Hinterhofweg wunderbar fixen. Dann passt da nämlich noch ein Gebäude hin. Nee, mach die doch mal einen Ticken größer, ist okay, aber da müsste ich so wahrscheinlich machen, ne? Ja. So, was ist hier vonnöten? Das nicht. Das ja, du bist auch so ein riesiges Eckgebäude, ne? Ich finde die ja cool, aber das ist zu groß. Für meine Stadt hier. Kriegen wir da noch was hin? So, wir können ja so machen. Ja, guck mal. Machen wir so. Na, hat man hier noch so einen kleinen schönen Hinterhof. Warum wird hier nichts gebaut? Aber das ist auch schon wieder normale Straße, ne? Vielleicht könnten wir da sowas hinsetzen. Oder bist du Part von dem hier? Das kann natürlich gerade auch sein. Ich so mache. Ja, ja, ich weiß. Du meckerst gerade. Dann kommt da noch ein Gebäude hin. Da hoffentlich sowas. Aber ich glaube gerade eher nicht. Jetzt können wir das als Gebäude machen. Sehr schön. Hier ist das gleiche Problem, ne? Oh, was haben wir denn da gekriegt? Ein neues Gebäude ist verfügbar. Treibstofffabrik. Hier wird Treibstoff aller Arten produziert. Okay, das muss man auf jeden Fall gleich mal einfügen. Ein kleineres Haus. Jetzt wäre natürlich schön, hier noch was hinzusetzen, was an die Straße anknüpft.
Ja. Ist halt nicht perfekt optimal, aber eine Möglichkeit hier noch mehr zu gestalten. Sehr schön. Gut, dann bauen die mal. Hier haben wir, wie gesagt, wieder kleine Wegemöglichkeiten für diverse Innenhofparkanlagen. Da steht schon einer. Vielleicht auch noch ein paar Apfelbäumchen, die hier gepflanzt sind. Den Rest würde ich vielleicht mit Büschen machen. Ich mache mal das noch ein bisschen weiter runter. Weil selbst damit wird hier ja so blip, einmal alles vollgeklatscht. So. Bisschen was Blühendes. Nee, ich glaube, das ist besser. Wenn wir uns da echt ein bisschen drauf fokussieren, kleinere Gebäude zu setzen und dazwischen halt so parkanlagenmäßig zu machen. Sieht schon mal sehr gut aus dieser Perspektive. Ich glaube, das hebt die Innenstadt doch noch mal ganz anders hoch. Wie sieht's hiermit aus? Du bist ein normales Wohngebäude, was wir auch kleiner kriegen. Danke. Ein bisschen trotzen. Hier ist dann halt der Weg zu Ende, weil die Häuser möchte ich ungerne verändern. Die finde ich schön, wie sie sind. Und dann dürfen hier noch Häuser hin. Sehr gut. Auch hier machen wir direkt noch Pflanzen hin, bevor ich hier wieder wegfliege. Ich finde das gut, wie sich das hier entwickelt. Will nicht? Doch. Zwei, drei wollen. Wunderbar. Davon will keiner. Ist aber auch okay. Vielleicht kriege ich davon noch was rein. Ne? Nur gut. Dann machen wir nur noch Büsche. Büsche gehen immer. Bisschen was hiervon. Bisschen was davon. Bisschen was von den Bänken. Jetzt wird gerade ein bisschen viel, aber es passt schon so. Okay. Dankeschön, gefällt mir auch schon mal wesentlich besser. Doch, und wir haben hier auch trotzdem Eckgebäude und sehr, 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 sehr gut. Hier könnte man auch gucken, eigentlich ist das ein cooles Komplex-Ding, ne? Aber es sind halt auch alles so riesige Häuser. Das hier ist auch sehr hoch geworden. Ich versuche das halt immer aus Besucherperspektive zu verstehen. Ne? Wenn du hier so durchgehst, so diese riesigen Gebäude, finde ich für das, was eigentlich diese Stadt hier ausmachen soll, schon wieder zu groß. Aber ja, müssen wir mal gucken. Ich würde die erstmal so lassen. Wir können uns ja mal um unser Ölding kümmern, mal eben. Wo haben wir das? Das haben wir auch noch nicht gebaut, ne? Da. Treibstoff. -5 industrielle Bodenverschmutzung für die ganze Stadt, -5 Luftverschmutzung für die ganze Stadt und +2 Industrieeffekt für die ganze Stadt. Das klingt doch gar nicht mal so bad. Du bist dezent groß. Warte mal, das da oben war. Stopp, 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 stopp. Ich glaube hier auch Erzabbau und so, ne? Öngassen, ja, das Metall. Das ist auch Metall. Da ist Kohle.
Bauen wir noch gar kein Öl ab? Bauen doch auch irgendwo schon Öl ab, oder nicht? Bauen wir Öl ab. Hi. Eine kleine Ölanlage. Da wird das natürlich, glaube ich, Sinn nehmen machen. Wenn das in der Nähe ist, dass wir das nicht so weit transportieren müssen. Treibstoff. Oh, die Frage, ne? Direkt gegenüber ist vielleicht ein bisschen strange. Making a mark. Build 5 signature buildings in a single city. Ja, guck mal an. Nice. So, machen wir hier so eine kleine Zufahrtsstraße. Und haben unsere große Treibstofffabrik, die gar nicht mal so weit weg ist von unserer Stadt. Naja, müssen wir hier irgendwie eine Grenze ziehen. Industrie, Wohngebäude, Fläche. Warum bist du am Meckern? Oh, das ist das schöne Restaurant, ne? Das ich nicht killen möchte. Ich weiß gar nicht, kann ich das versetzen? Wenn ich sage, ich hätte das gerne hier so in diesem ländlichen Bereich. Nee, ne? Das ist schade, dass ich echt nicht sagen kann, okay, genau diesen Shop hätte ich gerne jetzt da hinten und nicht in der Innenstadt. Mhm. Doof. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Das ist das neu designte Gebiet mit kleineren Häusern. Viel schöner, oder? Ups. Ich finde das schön. Ziehen wir das hier auch so ein bisschen durch? Wobei, eigentlich finde ich die Häuser hier, wie sie angeordnet sind, gar nicht mal so schlecht. Genauso wie hier. Hier könnte man vielleicht noch auch so einen Weg reinziehen. Nur das da durch, ohne was kaputt zu machen? Ich glaube, ja. Wenn ihr kleiner seid, ne? Oh, stopp. Ja, da geht einmal ein Weg durch. Perfekt. Ist gerade sehr, sehr dunkel da drin. Aber wir versuchen mal ein paar Bäume zu pflanzen. Ne, die wollen jetzt nicht. Das ist nicht, ne? Ne? Keine Option. Ihr seid aber größer, die Kastanien, glaube ich. Ne, Kastanien gehen. Dann haben wir hier noch Kastanien hin. Büsche. Pinkun. Buschis. So. Haben wir da auch so einen kleinen Hinterhofgartenbereich. Oh, hier müssen wir auch noch bepflanzen. Das haben wir noch nicht gemacht. Fangen wir wieder mit den größten Bäumen an. Umso mehr wir davon da reinkriegen, umso besser, ne? Vielleicht auch mal ein bisschen was anderes. So. Büsche. Blumenbüsche. Noch mehr Büsche. Gut. Sehr schön. Ja, ich weiß, du hast nicht genügend Kunden, aber ich will dich nicht kaputt machen. Ich mag dich. Ich mag dich so, wie du bist. Was haben wir denn hier? Du verkaufst Little Boxes. Aha. Ich überlege, ob ich hier... Du bist auch so ein kleines, ne? Tränkemarkt. Aber du bist für mich nicht so innenstadtpräsent. Vielleicht reiße ich dich tatsächlich ab. Mach hier sowas hin. Sorry. Jetzt. Sollte, glaube ich, auch funktionieren. Genauso wie das hier, glaube ich. Du machst da auch nicht so Sinn. Geh mal weg.
Tschüss. Und dann mache ich hier lieber auch irgendwie sowas. Sehr gut. Es entwickelt sich doch eine vernünftige Richtung. Der Rest der Innenstadt, finde ich, sieht gar nicht so schlecht aus. Okay, hier haben wir noch so eine sehr große Lücke, mit der man bestimmt was anfangen kann. Was hier auch wieder komisch ist, wir haben hier wieder diese kleinen dazwischen. Das sieht halt nicht aus, ne? Da können wir machen, was wir wollen. Also es war eins, okay. Hätte ich dann auch lieber sowas. Vielleicht auch den kleiner, wenn wir da nochmal einen Weg durchziehen. Und Profi ihm kaputt machen, ne? So. Und so. Und von hier. So, na gut, dann machen wir dich gerade mal. Hier ist die Kurve. Das ist auch zu groß, ne? Da kann man auch dran basteln. Dass du dich dem da so ein bisschen vielleicht anpasst. Haben wir hier einen enormen Platz. Das hier gefällt mir überhaupt nicht, ne? Jetzt passt da wenigstens noch ein Gebäude hin. Bist du auch ein so ein großes hier? Ja. Bist du theoretisch? Wie könnte das jetzt noch hinpassen? Hier ist halt noch so nackig. Ich glaube aber, wir kriegen durch diese Kurve hier halt nichts anderes Passables hin. Das ist halt so das Problem, wenn man kurvige Straßen baut, ne? Das hier könnte auch größer sein, aber ja, da habe ich hier auch nicht die Möglichkeit. Würde ich aber vielleicht bekommen, wenn ich das hier verkleinere. Ja, die Abrissfirma ist wieder am Start. Sollen wir jetzt hier kleinere Gebäude machen? Hier den Weg durchziehen? Ja, ist mir egal. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Dann, was bist du denn hier für ein Gebäude? Bist du auch ein Verkaufsgebäude? Sind wir hier in der Innenstadt? Wir sind in der Innenstadt, ne? Dann machen wir hier auch so. Ich glaube, hier ist auch wieder das Problem Kurve, ne? Na, guck, wir kriegen ein bisschen was Größeres hin. Guck mal. Das ist doch super. Lassen wir auch mal bauen. Gucken uns das Ganze dann an, wenn es fertig ist. So bekommen wir doch gut die Lücken gefüllt. Ein bisschen tricksen hier. Hier hätte man vielleicht noch eine Straße durchbekommen. Die Straße ist hier halt auch sehr unpassend platziert. Dadurch haben wir hier nicht wirklich groß Möglichkeiten, was zu bauen. Ja, ich weiß. Ist okay. Ich versuche nur, Möglichkeiten zu schaffen, mehr Häuser zu errichten.
Danke. Das hier ist halt auch schon wieder mega weird. Wenn ich so noch einen Weg mache, baust du dich da... Ja, da baust du dich eher daran. Das finde ich nämlich besser. Können wir hier nämlich noch Wohngebäude hinhauen? Schaffen wir das Ganze auch hier? Ich weiß, da ist so ein kleines... Schaffen wir auch so. Wenn wir dich kleiner machen... Ich bin mittlerweile echt der Freund von kleineren Gebäuden geworden. Die machen für mich mehr Sinn. Okay. Ja. Wir kommen der Sache näher. Kann der Nupsi weg? Dann kann vielleicht auch der Spielplatz hier woanders hin. Wenn der dann an die Ecke kommt, dann müssten wir doch hier oben, ja, mehr Platz für größere Gebäude haben. Mache ich da auch nochmal Bürogebäude hin oder lieber Wohngebäude? Ich glaube lieber Wohngebäude. So. Hier werden wir nichts hinbekommen. Das ist aber auch gar nicht so schlimm. Da können wir dann auch wieder Wege, Park, Geschichte machen. Oh. Wieso gefällt dir das denn nicht? Naja, dann halt nicht. Kommen wir hier noch durch. Ach, jetzt willst du wieder, ja? Ja gut, dann bau halt wieder groß. Muss keiner draus schlau werden, wirklich nicht. Aber jetzt will er sich gleich wieder... Ne, will er nicht, okay. Gut, dann jetzt geht's gleich wieder kaputt. Aber dem war jetzt nicht so. So, da können wir dann eine Verbindung machen. Dann haben wir hier halt auch wieder so einen schönen kleinen Hinterhof. Ich bin fast versucht, so zu machen. Dass ihr auch ein bisschen kleiner werdet. Und das hier ist doch dann wieder ein wunderschöner Innenhof. Bisschen davon. Ein paar Bäume und jetzt kommen wieder die Büsche. Ich gehe mal auf 5%. Ich finde das immer noch teilweise sehr extrem, wie die Büsche hier... Guckt euch das an! Das sind 5% Busch. So ein bisschen Wiese möchte ich ja schon behalten. Gut, aber dann haben wir da hinten nochmal so einen kleinen Innenhofweg. Konnten das Ganze hier etwas besser nochmal aufteilen. Ich finde das super. Ich hätte hier gerne mehr Hausmöglichkeiten, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, große Optionen haben wir da gar nicht. Anstatt das so hinzunehmen, wie es halt ist, ne? Wenn halt hier... Oh, doch, guck. Da haben wir noch eine Möglichkeit. Da kriegen wir noch ein Haus hin. Sehr schön. Was so ein Weg ausmacht, ne? Zack, neuer Bauplatz. Ich habe da im Moment wirklich wieder richtig Spaß dran. Kriegen wir da einen hin? Nein, schade. Hier so ein bisschen rumzudesignen, weil ich doch so langsam für mich eine Möglichkeit gefunden habe, das umzusetzen, was ich mir hier vorstelle an Dekorationsmöglichkeiten. Immer noch nicht perfekt teilweise, aber
machbar. So, da kann ein Apfelbaum hin. Können wir hier vielleicht auch mal noch so ein paar Äpfelchen spreaden? Huge. Dann haben wir das Eckchen nämlich auch. Sehr schön. Das hier sieht auch noch sehr wild aus. Vielleicht müssen wir da auch noch mal dran gehen. Aber die Stadt entwickelt sich doch immer mehr in Richtung gefällt mir. Ja, dieses Haus ist auch irgendwie komisch, ne? Da hatte ich ja diese Straßen drumherum gezogen, damit das hier alles bedienbar ist, anstatt dieses Haus einfach abzureißen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch mal. Ja, ist mir gerade total Wumpe, was du denkst, Spiel. Ich habe mich zu sehr beeinflussen lassen von dem Haus, was da tatsächlich steht, anstatt hier neue Möglichkeiten einfach anzugehen. Und das versuchen wir jetzt einfach mal umzusetzen. So, tschüss, tschüss, tschüss. Und dann gucken wir jetzt, dass wir vielleicht mehr an diese Straße noch anknüpfen können. Wenn ich das jetzt hiermit wieder... Genau. Fake. Dann können wir hier wieder Shops machen. Mache ich den Weg weg. Ja, ich weiß noch nicht, was wir mit dir machen. Vielleicht kriegen wir da auch irgendwie was anderes noch hin. Das ist halt das Problem immer mit diesen runden Straßen. Die machen es einem dann doch schwieriger. Ja, einmal so schön um das Gebäude rum. Sehr gut. Ist noch so viel Platz. Da ist auch theoretisch viel mehr Platz als das, was mir da angeboten wird. Na gut, das macht jetzt auch nicht so den Riesenunterschied. Diese Rundung halt, ne? Diese Rundungen machen es einem nicht leichter. So, wenn ich den jetzt abreiße, was kriege ich dann da für eine Option? Keine großartige andere. Wenn ich hier jetzt noch einen Weg lang ziehe. Bleibt das so, Kacke. Naja, gut. Ist vielleicht aber trotzdem besser als das, was wir hier vorher hatten. Wir könnten jetzt gucken, dass wir hier noch doch was anderes gestalten. Kriegen wir da noch eine Möglichkeit? Ich glaube nicht. Hier wird doch noch ein Haus hinpassen, so ein kleines 4x4er-Spiel. Ist aber auch nicht, wie wir das getriggert bekommen würden. Aber der Zug ist abgefahren. Versuche ich jetzt hier irgendwie noch so ein paar Wege zu machen, die sinnvoll sind. So. Dass man da dann auch nochmal halt innenhofmäßig was hat oder so. Das brauchen wir nicht. Ich glaube, das ist schon ganz okay. Dann machen wir da jetzt noch Bäume hin. Büsche. Mehr Büsche. Andere Bäume. Und schließen das Ganze einmal ab damit. So. Ich glaube, das passt so. Wunderbar. Okay. Nach und nach wird die Stadt schöner. Ganz entspannt und langsam. Wie gesagt, ich will mich hier überhaupt nicht mehr groß stressen, jetzt da unten das alles bedienen zu müssen. Wir suchen uns halt immer so ein neues Eckchen, wo ich sage, ach ja, nee, ist noch nicht ganz so schön. Wenn ich mir das jetzt hier angucke, was wir jetzt hier
umdesignt haben. In letzter Zeit. Auch hier. Das sieht viel, viel natürlicher und realistischer aus als meine Anfänge. Das macht schon alles irgendwie Sinn, was ich hier fabriziere, so mittlerweile. Aber man muss auch in so ein Spiel erstmal reinkommen, ne, was auch so Designelemente angeht. Was ich mir noch vorstellen kann, ist, dass wir diese Hochhäuser hier halt wieder abreißen und so ein kleines Hochhausviertel machen. Also das ist bei mir in der Stadt halt auch zum Beispiel, dass dann an einer Stelle irgendwie 3, 4 Hochhäuser nebeneinander stehen und sonst in der ganzen Stadt überhaupt nicht, ne? Also mal gucken, ob wir das irgendwie nochmal gedreht bekommen. Ja, aber ansonsten gucken wir dann in den nächsten Folgen, dass wir das hier vielleicht mal gefüllt kriegen. Dass da auch noch mehr Stadt kommt. Mit kleinen Wohnsiedlungen, mit größeren Häusern. Und dann müssen wir mal gucken, wann wir dann hier so langsam einen Schlussstrich ziehen, bevor es großartig weitergeht. Ich bedanke mich dann aber an der Stelle fürs Zusehen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüsselü!